Hier ein Rückblick meines zweiten Tages der 21-tägigen Europatour durch Sachsen-Anhalt. Ich war heute in Dessau-Roßlau an der Friedensglocke. Europa ist ein Friedensprojekt und das passte ganz gut. Hier kam ich mit Bürgerinnen und Bürgern zu Europa ins Gespräch. Danach war ich beim BUND. Wir haben uns die Elbauenlandschaft angeguckt und gesehen, dass auch die Hitze, der Klimawandel, auch hier mittlerweile die Elbauen ganz stark in Mitleidenschaft bringt. Dort haben wir über Zukunftsvisionen der Elbe-Schifffahrt und der Elbe gesprochen. Danach war ich bei Heinrich Deist, einem Sozialdemokraten, am Grab. Er war nicht nur Ministerpräsident, sondern hat sich auch in Dessau eingesetzt für das Bauhaus. Ich war kurz am Bauhaus. Und dann habe ich einen Film gezeigt von SOS Méditerranée, humanitäre Seenotrettung. Dieses Projekt unterstütze ich seit Anbeginn in meiner Abgeordnetentätigkeit und hier bin ich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Wie ist der Stand der Dinge? SOS ist unterwegs, ist auf dem Mittelmeer und rettet erneut Menschenleben. Das ist richtig und wichtig. Hier versagt Europa und hier ist zivile Seenotrettung letztendlich der letzte europäische Anker. Der ist wichtig, verfolgt die nächsten Tage auch mit auf meinen Social-Media-Kanälen. Bis dann.